jetzt noch einmal eine kleine Führung durch das neue Hafenkraftwerk in Lichtau. So, fahren wir zuerst an. Das ist der Leitstand. Da ist der Kranfahrer, was gerade den Kran fährt. Automatikmodus. Da sieht man jetzt die letzten zwei Müllbunker mit dem Arbuskran. Und sieht man, das Loch ist der Durchgang vom zweiten und dritten Bunkerbereich. Und da haben wir den vierten Bunkerbereich, der dient als Puffer. Jetzt werden wir gleich mal schauen, wie der Kran im Müll automatisch in die Beschickung bringt. Und zwar ist das da die Beschickung. Das ist ein großer Trichter, wo sich im Inneren Band befindet, Transportband, was es dann hinunter ins Klappensystem und später dann in den Drehrohr hineinliefert. Da sieht man mal, wie das ausschaut. Da kommt jetzt der Kran dahergefahren. Und bringt den Müll eben über das Band. Der Müll wird dann automatisch gewogen und wird dann aufs Band aufgegeben, damit wir wissen, wie viel Mülldurchsatz wir pro Stunde haben. So. Der Müll ist aufgegeben worden und wird dann hinunter. Dort zur Linken sieht man noch den Medical Waste Feeder, da kommen dann Pakete wie diese, die uns da liegen. Der Krankenhausmüll wird angeliefert und gelangt ebenfalls hinein und wird ebenfalls verkauft. So, dann gehen wir mal einen Raum weiter. Da sind wir jetzt im Kraftwerksbereich. Da sieht man noch der Aufgang vom Medical Waste Feeder. Er wird vom Erdgeschoss im fünften Stock transportiert und gelangt dann in die Verbrennung. Da befinden wir uns gerade auf der Rückseite vom Kessel. Er ist vollkommen isoliert. Und jetzt werden wir mal den ganzen Kessel entlang gehen. Das da ist der Wasserbehälter für den Kessel. Er fasst ungefähr um die 7 bis 8 Kubikmeter Wasser. Das ist das Reservoir. Da, wo ich mich jetzt befinde, das ist die Oberseite. Da verlaufen dann die ganzen Rohre, wo der ganze Dampf dann transportiert wird zur Dampfturbine. Und auf da Sicherheitseinrichtung, da wird dann der Dampf zum Dach abgeleitet im Fall von Überdruck. Jetzt befinde ich mich gerade auf dem Kessel. Unter mir ist dann der Kesselzug mit den Wärmetauschern. Und nach der Verbrennung kommen dann die Abgase in den ersten Reaktor. Das sind ungefähr 12 Meter hohe Zylinder. Weil dann später runtergehen und das dann genauer zeigen. Da ist zu sehen der Schlauchfilter mit den Pulsjets in Blau. Das ist dann die vorletzte Reinigungsstufe. Wo werden alle pulverförmigen Partikel abgeschieden, wie Staub, Asche und andere gefundene Chemikalien. Da drüben sieht man den Waschturm im Kamin, was dann aufs Dach führt. Unter mir haben wir dann mehrere Silos. Dieser da ist zum Beispiel der Natriumbicarbonat-Silo, ist für die Rauchgasreinigung. Der kleine da unten ist die Aktivkohle. Und dahinter der größere ist dann ein Silo für den Filterstaub, für die Asche.
Jetzt gehen wir mal ein Stockwerk tiefer. So sieht man jetzt die Reaktoren. Und jetzt gehen wir mal zum Ausgang vom Kesselzug. Also da kommt dann das Rauchgas aus dem Kessel heraus. Der Kessel ist im Prinzip der ganz langgezogene Teil. Im langgezogenen Teil sind die Wärmetauscher drin und hinten sieht man dann den Kesselzug mit oben der Kesseltrommel, die waagrecht liegt. Der Speicherbehälter für den Kessel. Da habe ich dann das Rauchgas in den ersten Reaktor. Dort wird Additive wie Urea und Soda eingedüst, um das Rauchgas eben den ersten Reinigungsschritt durchzuführen. Da sind diverse Messinstrumente wie Durchflussmessung und Temperaturmessung vom Rauchgas. Anschließend geht das Rauchgas in den zweiten Reaktor. Dort wird von oben die beiden grünen Rohre, einmal Natriumbicarbonat und Activ-Cool eingedüst. Jetzt gehen wir mal schnell über die Brücke in den anderen Raum, wo sich die Flüssigtanks befinden, für alle Orte von flüssigen Abfällen, von niedrigkalorisch, mittelkalorisch bis hochkalorisch. So, jetzt befinde ich mich ungefähr 8 Metern Höhe. Stehe direkt auf den Flüssigtanks. Das sind genau 7 Stück. Der erste ist der Tank für Diesel, Heizöl. Die restlichen 6 Tanks sind dann die verschiedenen Flüssigabfälle. Im gleichen Raum befindet sich auch die Rädler. Da wird dann die Schlacke, die bei der Verbrennung entsteht, hinausbefördert in den grünen Container und wird dann auch transportiert. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man ein kleines Kontrollhaus mit unten 2 Hydraulikstationen. Da befindet sich dahinter, hinter der Wand, der erste und zweite Bunkerbereich mit dem Schredder und dem dazugehörigen Kran. Werde ich später auch noch hingehen. So sieht man jetzt schön den Schlauchfilter. Da ungefähr 14 Meter hoch. Und da unten ist das große Gebläse auf der rechten Seite, ist das salzige Gebläse, was das Rauchgas von ganz unten noch vorher befördert. Das ist unter hoch.
So, jetzt gehen wir in den Raum vom Entgaser. Da wird in diesem Zylinder wird dann das kondensierte Wasser, was die Dampfturbine gedacht ist, wird dann entgast. Das bedeutet, alle gelösten Gase wie CO2 und andere Sachen werden da entfernt. Im Hintergrund die blauen Behälter und auch die Station mit dem Vorratsbehälter, das ist die Wasseraufbereitung. In der ersten Stufe wird Wasser, Frischwasser gefiltert, wird dann im Tank zwischengespeichert und anschließend wird es da entionisiert, also alle Anionen und Kationen, die Salze und so weiter entfernt. Anschließend hat man dann reines Wasser ohne jegliche Mineralstoffe und Gase, was dann später für die Dampfturbine verwendet wird. So, dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Da gehen wir jetzt wieder den Kessel entlang, eine Ebene tiefer. Da ist jetzt sehr gut zu sehen der Drehofen, wo ein Großteil der Verbrennung stattfindet. 12 Meter lang, der Durchmesser von 4,5 Metern und wiegt 110 Tonnen. Und da sieht man jetzt schön das Klappensystem. Der grüne Trichter ist der erste Trichter, was ich gezeigt habe, wo der Müll hineintransportiert wird. Und dann wird es über Klappensystem, da ist die erste Klappe. Und befindet sich die zweite Klappe, wird dann über Schleusensystem der Müll in den Drehofen transportiert. Wir befinden uns gerade im Bürotrakt. Jetzt für die Nahenwahl. So. Das sieht man jetzt schöner. Man sieht gleich da, dass ich ganz langsam drehe, bin bei 3,7 Drehungen pro Stunde. Das sorgt dafür, dass der Müll von der Aufgabe bis dann in den Kessel ca. 8 Stunden benötigt. Nun ist dann das Rollsystem, wie der Drehofen gehalten wird und auch weitergedreht wird. So. Da ist jetzt der Kesselzug. Ungefähr 8 Meter hoch. Mit den verschiedenen Wärmetauschern. Da dahinter befindet sich ein Überhitzer, wo auch ein Überhitzer, und die anderen sind dann die Economizer, um das Wasser fortzuwärmen. Wir befinden uns ungefähr auf der halben Höhe von der Anlage. Das sind ja die beiden Reaktoren. Jetzt sind wir schön die Silos. Das ist der Schlauchfilter. So sieht man die Hammerwerke, die für die Kesselabreinigung sorgen.
Also die Stangen sind mit dem Wärmedeich verbunden und dann durchs Drehen werden dann die Hämmer in Ober- und Unterzunge gebracht, fallen dann herunter auf die Stangen und das sorgt dafür, dass der Wärmetauscher in Schwingen, in Vibration gesetzt wird und dann abreinigt. Bei der Reinigung vom Kessel durch die Hämmer fällt eben die Asche dann in die Trichter und die Wartellradschleuse dann in den Rädler, der sich die ganze Länge streckt. Und drin befindet sich eine Schnecke, die dann im Staub nach einer Richtung fördert. Entweder zum Feedback oder zum Gebläse, was dann die Staubziele fördert. Da sieht man jetzt zwei Stationen, einmal die Station für die Flüssigabfälle, für die Lanzen. In dem braunen Rohr kommt dann die Flüssigabfälle daher, in dem blauen ist Druckluft. Der Druckluft wird dann Flüssigabfälle in feine Tropfen verteilt, vernebelt und dann gezündet. Das ist die Station vom Brenner, die dazugehörige Überwachungsinstrumente und Ventile. Und das ist eben ein Brenner, ein Kesselbrenner. Können wir gleich mal reinschauen, ob man was sieht. Haben wir eine Kamera, um das ganze Fernseher erwachen. Und dann schauen wir mal rein. Ja, am Drehofen ganz unten sieht man der Müll, der auch so brennt. Hat sich dort ein kleiner Hügel gebildet, eben durch ständige Regen vom Drehraufen. Und er wird dann im Laufe einer Stunde da verbrannt. Schauen wir mal im Brenner nochmal rein. Der Brenner ist zurzeit nicht gezündet, nur der andere Brenner, der sich am Anfang vom Drehofen befindet. Dadurch hat man jetzt einen guten Blick auf die Kessel. So,
dann gehen wir mal weiter zum Drehropen. Also bei den 220 Grad Außentemperatur. Da wir jetzt gerade stehen, ist durch die Abstrahlung ziemlich warm. War immer noch fein, dass wir draußen stehen bei minus 15 Grad. So, da kommen wir dann zum zweiten Brenner, zum zweiten Lanzensystem. Vorher sind die ganze Überwachung und Steuerung für die Lanzen. Die Lanze befindet sich dann hier. Da kann man dann jeweils in verschiedene Positionen stecken, um halt die Verbrennungsgewalt zu regeln. Da ist der zweite Brenner, der für das Anzünden von den Abfällen sorgt, die da über die Rutsche von der Beschickung herunterfallen. Da schauen wir ebenfalls nochmal in den Brenner rein. Da kann man sehr gut sehen, wie der Brenner arbeitet, wie es uns fein verteilt und brennt. So, jetzt werden wir schnell einen Blick in den Turbinenraum werfen, von oben, wo sich die Vakuumstation und da der Bypass befindet. Der Raum ist ziemlich laut, also keine Ahnung, ob man mich da versteht. Da befindet sich die Vakuumstation. Da wird mit Dampf über das Venturi-Prinzip im Kondensator, der was sich unter mir befindet, Unterdruck erzeugt oder Vakuum erzeugt. Das dicke Rohr da ist das Dampfrohr, was dann später den Dampf aus der Turbine liefert. Unter mir sieht man jetzt an die Siemens-Turbine.
So, jetzt schauen wir noch zum Schluss im Turbinenraum, ins Erdgeschoss. Und dann zum Schluss am Laus zum Kühlturm. Diese drei Pumpen da sind noch da und mit Kühlkreislauf vom Kondensator zum Kühler, der sich raus befindet, aufrechterhalten. Der Kondensator wird dann der Dampf aus der Turbine vom Dampfförmigen Zustand, den wir Flüssigzustand durchführen. Der Kondensator wird dann unten abgepumpt, nicht pumpen. Und gelangt dann in den Gaser und vom Gaser dann in den Kessel, wo er dann erwärmt wird und später von der Saat verdampft wird. So, jetzt sieht man wahrscheinlich nicht viel. Boah, arschkalt. Boah, sieht man nicht wirklich viel. Am Hintergrund ist der Kühlturm. So, ich bin Boxen. So, im letzten Raum, da sieht man den Wasserbehälter für die Turbine als kleine Reserve. Und das paar Pumpen, das sind die Prozesspumpen, die uns den ganzen Kreislauf am Laufen halten.
Also wenn die ausfallen, dann ist die Scheiße am Dopp. Erdgeschoss von der Anlage. Das ist ja ein Blick auf einen Rost werfen. Schauen, ob wir was drin haben zum Brennen. Ah, da sieht man, ist ziemlich gut ausgebrannt. Und fast keine Rennverschauteile, nur mehr Asche. Jetzt sind wir gerade nochmal in die andere Ende von der Halle. Dass man einen guten Überblick über die Rauchgasreinigung und über die Silos. Alles ist Silos und alles ist Tank. Das sind Feedbacks voll Asche. So, Wäscher noch die Bocken. Das sind zwei Flüssigtanks für einmal Urea, Harnstoff, einmal Soda, Natronauge und die Bahn dient ebenfalls für Rauchgasreinigung. Die Bicarbonatmühle. Das Bicarbonat aus dem Silo produziert wird. Da wird gemahlen. Und über das Gebläse dann über das Steigrohr hinüber in den Reaktor geblasen wird. Zweiten. So, jetzt gehen wir in den Raum von den Flüssigtanks, wo wir noch vor oben gestanden sind. Da sieht man nämlich 7 Tanks, der erste mit Diesel und alle anderen mit Flüssigabfällen. Thank you.
Delta. Schauen wie es ausschaut. Ja, schaut sauber aus, gut abkommt. Okay. Ja, das ist der Super Medical Waste Feeder, wo alle Arten von Krankheitsabfällen aufgeben werden. Die werden da das Band geben, gehen dann in den Lift und der Lift geht dann auf zur Beschickung. Und da sieht man ja schon überall die Blutlocken von Menschenblut. Der andere Sache, aber die will ich sparen. Ja. Dann gehen wir jetzt zum Lauf in den Schredderraum. Schredder vor rein. Hallo. Hallo. Blick in den Schredder werfen. Da ist eben der erste und zweite Prüferbereich. Der erste für die Anlieferung. Und im zweiten ist dann das gescheite Material. Da sieht man schön, wie der Schredder arbeitet. Total stark ist da drin. Hauen wir da wieder ab. So. Dann gehen wir noch zu guter Letzt den Kontrollraum auf hier. Von wo aus das Ganze gesteuert wird, wie wir es gesehen haben. Weite Strecken vom Stockwerk. Muss was sein. So. Sagen wir zum Kontrollraum mit zwei Operator. Antonio. Okay. Ciao. Und Luca. Ciao. Ciao. Und da sitzen wir dann die ganze Nacht. Und machen was.
Allora. Allora. So. Tutto bene? Tutto bene, so qua. Se le ho, se le vasce vuol. Ja. Und das war mal eine kleine Exkursion. Und ich hoffe, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr, was ich getan habe in Italien. Okay, ciao.